Da gibt es ja Teil. Vierten Teil. Oh, irgendwo in der Nordsee. Die Kalypso. Kiel oben. Oh, was war das denn? Ich werde vom Barkeeper beschossen, der in einem Hubschrauber davonfliegt, bevor eine gigantische Monsterwelle das Schiff verschlingt? Habe ich das jetzt geträumt? Warum schießt der Typ auf mich? Und wusste er von der Welle oder hat ihn der Hubschrauber rein zufällig genau im richtigen Moment aufgelesen? Wohl kaum. Schließlich hat er schon die ganze Zeit vom drohenden Weltuntergang und der Errettung durch diese Puritas Cordis-Sekte geschwafelt. Was hat das alles zu bedeuten? Bei Poseidon. Wenn ich mich hier so umschaue, dann habe ich aber offenbar jetzt erstmal ganz andere Probleme. Das Schiff ist zwar noch nicht gesunken, aber da es von der Welle umgekippt wurde, scheint dies wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ich muss hier raus, und zwar schleunigst. Jawohl, Nina. Und hier ist unser geheimnisvoller Retter. Einfach nur Ninas Lebensretter. Hier ist eine Büste, ein Fenster. Ich würde ja glatt die großartige Aussicht bewundern, wenn das umgekippte Schiff nicht jede Sekunde sinken könnte. So, dann haben wir hier noch ein paar rote Monitore. Ein Stuhl, der jetzt irgendwie als Kopfanstoßschutz dient. Ein Hebel. Ein Hebel zum Steuern des Schiffes. Links steht volle Fahrt voraus und rechts volle Kraft zurück. Im Moment steht der Hebel aber auf Stopp. Okay, ein Rohr. Das Rohr sieht ganz schön mitgenommen aus. Oben ist ein großes Loch drin und weiter unten ist ein Verbindungsstück abgerissen. Im Rohr selbst kann man ganz unten noch etwas Öl schimmern sehen. Okay. Eine Tür. Dahinter ist Wasser. Daher mein Vorschlag, ich lasse die Tür zu, bleibe wo ich bin und das Wasser tut es auch. Fairer Deal, finde ich. Auf jeden Fall. Ich frage mich, was mit den restlichen Menschen hier im Schiff ist. So, dann haben wir noch ein Loch. Da ist die Zwischendecke aufgebrochen und der Teil eines Stahlträgers ist nach unten gefallen. Ah ja, das ist das eine Teil des Stahlträgers und das andere Teil hat hier unser netten Kollegen eingeklemmt. Es gibt keinen kompletten Durchbruch in den Raum darüber. Es ist nur ein Teil der Decke zwischen den beiden Ebenen aufgebrochen. Oh, und hier ist noch eine Luke. Die ist zu. Der Weg durch die Luke könnte aber unsere Rettung sein. Da komme ich nicht ran. So, den Aktenschrank. Der Aktenschrank ist durch ein Zahlenschloss gesichert. Der Aktenschrank ist durch ein Zahlenschloss gesichert. Okay, und dann brauchen wir die Kombination. Ein Bild eines Schiffes. Ich werde auch gleich mal mit unserem Lebensretter, er scheint aber noch ein zu schlafen. Bild von der Schiffstaufe. Taufe der Kalypso in Hamburg, 7. April 75. Und eine Tür. Dahinter ist Wasser. Okay, der gleiche Vorschlag wie eben, Stahlträger. Ein massiver Stahlträger. Der Stahlträger ist viel zu schwer, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel anheben könnte. Okay, dann haben wir hier noch den Lebensretter. Der arme Kerl sieht ziemlich erschlagen aus. Ich kann nur hoffen, dass er fit genug ist, damit wir noch rechtzeitig von dem sinkenden Schiff entkommen können. Aber hallo. Oh, was? Wo bin ich? Wir befinden uns auf einem umgekippten Schiff, das jede Minute sinken kann. Und sie wurden von einem tonnenschweren Stahlträger eingeklemmt. Aber keine Sorge, ich lass mir schon was einfallen. Ich soll mir keine Sorgen machen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Gutes Argument, aber ich finde sicher einen Weg hier raus. Sie haben mir das Leben gerettet und ich schulde Ihnen was. Danke, aber ich bin nicht ohne Grund an Bord. Sie erinnern sich an den Vorfall im Hafen? Der Mann, der tödlich verunglückt ist? Genau. Er muss Ihnen kurz zuvor einen Brief zugesteckt haben. Ich habe aber keinen Brief. Und in unserer Situation gibt es sicher Wichtigeres, worum wir uns kümmern sollten. Wir müssen hier raus. Was glauben Sie, warum hier an Bord so merkwürdige Dinge passiert sind? Was glauben Sie, warum Leute sterben mussten? Vertrauen Sie mir, es ist wichtig. Ohne dieses Dokument werde ich das Schiff nicht verlassen. Sie müssen diesen Brief finden. Okay, also er will ohne diesen Brief das Gebäude nicht verlassen. Eine Büste, von wem auch immer. Wahrscheinlich vom Schiffskapitän selbst. Selbstverliebte gute Mann. Aber er ist auch nicht mehr da. Alle sind weg. Das Kind, also in diesem Spiel sterben viele Leute. Das können wir so schon mal festhalten.
Gut, jetzt noch eine Luke. Ich hoffe, hier geht's raus. Und zwar raus in die Freiheit, nicht raus aus dem Leben. Mitten im Leben? Okay, es ist ziemlich offenkundig, dass wir mit dem Zahlenschloss was bewirken müssen und dass hier die... Um die Schubladen öffnen zu können, muss man zuerst den richtigen Zahlencode eingeben. Ja, und das kann im Endeffekt dann nur das sein, was auf dem Bild stand. Sieben. Also der 7. April. 7. 4. 7, 5. Die richtige Kombination. Sorry, ich habe mich verklickt. Da tut sich nichts. Ja, sorry. War mein Fehler. Um die Schubladen... Ja, 7. 7. 4. 7. 5. 75. Mal sehen, ob das die richtige Kombination war. Ich ja. Glaub, das war richtig. Gut. Der Schein kann trügen, aber ich würde mein Quietscheentchen verwetten, dass dies eine Schublade ist. Du bist so schlau. Aufmachen. Die Schublade ist leer, aber zumindest kann ich sie als provisorische Treppe verwenden, um an die obere Luke zu kommen. Das war der Plan. Und wir gehen mal hoch. Ich könnte auf die Schublade steigen und so die Luke erreichen. Bevor ich sie aufmache, sollte ich mich aber vergewissern, dass dahinter kein Wasser ist. Sonst dürfte es hier unten ungemütlich feucht werden. Okay, wir büsten mal. Klopfen mal mit der Büste. Und die Bongo vom Bongo-Karl haben wir auch noch einstecken. Ich kann gerade sehen. Hat sich hohl angehört, also ist wohl kein Wasser dahinter. Ist natürlich schwer zu sagen, aber nur gut, dann gehen wir hoch. Viel ist von der schnuckligen Lobby aber nicht übrig geblieben. Okay, zumindest eine Metallstange. So ein Teil eines Ventilators, eine Pfütze, also hier... Solange die Pfütze nicht größer wird, brauche ich mir keine allzu großen Sorgen zu machen. Von den Sorgen über ein umgekipptes und sinkendes Schiff mal abgesehen. Also, da kommt ein Wasserstrahl runter, wo Wasser reingeht und das Schiff unter Wasser ist, da... Ich war noch nie ein großer Fan von Aquarien und das ändert sich auch jetzt nicht. Unterlagen... Alle möglichen Schiffsunterlagen, Papiere und Dokumente. Jede Menge Papiere. Glaub zwar kaum, dass ich den gesuchten Brief hier finde, aber so kann ich meinen Lebensretter vielleicht wenigstens davon überzeugen, dass es sinnlos ist, danach zu suchen. Ich habe mein Reiseticket gefunden und wie erwartet keinerlei... Oh, doch! Dann stimmt es tatsächlich und der Mann im Hafen hat mir wirklich einen Brief zugesteckt. Allerdings ist das Dokument voller kryptischer Zeichen. Damit kann ich wenig anfangen. Und die beiliegende Skizze ist auch nicht viel aufschlussreicher. Na, immerhin haben wir was. So, und hier oben ist noch eine Luke. Da geht's zum Maschinenraum. Okay, vielleicht unser Weg raus. Und die Kette? Man kann von hier aus erkennen, dass sich die Kette um die Antriebswelle des Schiffsmotors gewickelt hat. Keine Ahnung, wozu sie vor dem Unglück diente. Ja, um irgendwas aus dem Dreck zu ziehen wahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Die Leiter ist wahrscheinlich fertig. Früher war das wohl mal eine Leiter. Okay. So, wir haben den Wasserstrahl und die Bongo und wir können hier schon mal das so als Auffangbehälterchen drunter stellen. Vielleicht haben wir auch dann ein bisschen Salzwasser zum Trinken. So. Haben wir noch eine Bongo? Ne, das war's doch. Wir haben noch eine Bongo. Komm, wir machen noch eine Bongo. Ich weiß es nicht. Ein Bongo voller Wasser sollte genug sein. Okay, Bongo Karl. Alles klar. So, wir gehen mal wieder runter zu unserem Freund. Der wird sich darüber freuen, dass wir den gesuchten Brief haben. Und dann sollten wir jetzt erstmal priorisiert ihn hier rausbekommen. Haben Sie den Brief gefunden? Ja, habe ich. Okay. Jetzt müssen Sie unbedingt einen Fluchtweg finden. Okay. So, die Antriebswelle des Motors. Das heißt, wir können diesen Hebel mal betätigen. Die Kette hat sich um die Antriebswelle gewickelt. Im Moment steht der Hebel auf Stopp. Ich könnte ihn entweder auf volle Fahrt voraus oder auf volle Kraft zurückstellen. Ja, keine Ahnung. Und zurück. Tut sich nichts. Und der Hebel ist auch gleich wieder auf Stopp zurückgesprungen. Ja, dann... Volle Fahrt voraus. Da kommt die Kette.
Sehr schön. Jetzt können wir die Kette um den Stahlträger betreten. Der Stahlträger ist viel zu schwer, als dass ich... Wir nehmen die Kette und wickeln sie um den Stahlträger. Da. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Metallstange als Kettenschloss einsetzen. Hoffentlich hält das, aber mir fällt keine bessere Alternative ein. Wenn es halt reißt, ne? So ein Cord shut to the nuts. Ja, wenn die Kette sich dann, ne, so Metallketten und Stahlseile, die sind ja, die werden ja ungemütlich, wenn die durch die Gegend fliegen. Also, naja, gut, ich meine, Alternative ist beschissen. Ich könnte. Okay. Alternative ist eh beschissen für ihn, also. Und zurück. Okay. Dann holen wir ihn da jetzt erstmal raus, bevor jetzt das Füßchen auch noch platt ist. Das Beinchen bewegt sich ja so halb. Es geht nach hinten. Haben Sie den Brief gefunden? Ja. Ja, habe ich. Okay. Jetzt müssen Sie unbedingt einen Fluchtweg finden. Der arme Kerl sieht ziemlich... Also er will sich hier nicht wegbewegen. Ich hätte ihn jetzt zumindest weggezogen. So, ja, der Fluchtweg wäre die Luke. Das Rad ist völlig eingerostet. Das können nicht mal 10 Pferde drehen. So, Rost beseitigen wir mit Öl. Jetzt haben wir hier unten in dem Rohr, haben wir ja noch Öl drin sehen. Öl schwimmt auf Wasser. Das heißt, wir stellen die eine Bongo hier unten hin. Ich werde das Bongo mal mit der offenen Seite nach oben unter das Rohr stellen. Und das andere Bongo schütten. Ich werde mal etwas Wasser in das Rohr schütten. So, das Öl habe ich. Fehlt nur noch eine Möglichkeit, es sinnvoll einzusetzen. Ach, die fällt mir da schon ein. Wir könnten es trinken. Ja, etwas Öl könnte dem eingerosteten Rad nicht schaden. Sehr gut. Das heißt, wir sind soweit. Onkel, komm. Haben Sie den Brief? Ja, habe ich. Okay. Okay, dann vielleicht so. Das Öl hat gewirkt. Ah, okay. Unten drunter. Ich hoffe, hier geht's raus. Ich kann den Mann nicht einfach... Einfach hier zurücklassen, wolltest du sagen. Sorry. Kommen Sie, ich habe diesen verdammten Brief tatsächlich gefunden. Und jetzt sollten wir schleunigst von hier verschwinden. Was? Wie? Ach ja. Wir werden ein paar Meter tauchen müssen. Schaffen Sie das? Ich muss wohl. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Das kalte Wasser wird mich schon für ein paar Minuten wach halten. Gut, dann los. Komm, da ist noch der Klappstuhl von unserem besten Freund. Das heißt, der ist da auch noch irgendwo. Der hat wahrscheinlich sich in seinem Ego gesonnt, bis das Schiff gänzlich versunken ist. Und ist dann aber weggeschwebt auf seinem Ego. So ein Ego ist halt geil. Ich hätte auch gern so ein Ego. Dann könnte ich da rumschweben und... Oh,